Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr auf mein Video zugreift und schaut. Wir sind heute am 22. August 2015 in Niederösterreich. Ich bin beim Filmemacher Alex Dolphin. Ich bin Kartenlegerin und erfolgreich Wünschencoach nach Pierre Frank. Ich lege mit diesen wunderschönen Karten. Hier haben wir die Sonne, das Haus, das Schiff, den Schlüssel, den Klee, die Störche. Mit diesen Kartenbildern kann ich das Leben der Menschen sehen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich arbeite, wie ich interpretiere. Und ich habe hierzu zwei Damen mitgebracht, die so nett waren, mich zu begleiten, damit ich eine Demonstration machen kann. Okay, Sie sind heute mitgekommen, um zu sehen und wahrzunehmen, wie ich Karten lege. Und ich bitte Sie jetzt, die Karten in die Hand zu nehmen, auch sich selbst zu konzentrieren und zu mischen. Sie können Ihre Fragen hineinlegen, während Sie mischen. Und wenn Sie das Gefühl haben, es passt für Sie, dann hören Sie einfach auf. Zweimal mit der linken Hand abheben, drei Häufchen machen. Ich schaue mir jetzt Ihr Grundthema an. Es geht um Sie persönlich. Sie sollen an sich selbst glauben. Und es gibt hier noch etwas im Verborgenen und das hat mit der Liebe zu tun. Glauben Sie daran, dass die Liebe für Sie kommt, auch wenn sie sich im Moment noch nicht zeigt. Sie sind sehr aktiv im Moment. Das bringt Ihnen Glück, das steht unter einem glücksbringenden Stern. Achten Sie bitte darauf. Es sind Kleinigkeiten noch falsch in Ihrem Gedankengang. Sie haben Ziele, die sehr stabil sind. Das hat auch mit der Familie zu tun. Im Moment scheinen Kleinigkeiten in der Familie falsch zu laufen, obwohl hier Freude und Schönes ist und auch Verbesserungen anstehen. Mit Sicherheit können Sie Dinge beenden und loslassen. Sie werden finanziellen Erfolg haben, aber sich auch im Gefühlsbereich sicher fühlen. Bei der Arbeit gibt es Veränderungen und Sie wissen ganz genau, woran Sie glauben sollen, was Sie ausmisten sollen. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass Sie schon sehr gut unterwegs sind und auch ganz großes Glück mit Freunden haben, besonders auch in der Kommunikation, und es kommen wirklich schöne Kontakte für Sie zustande, die Ihnen Freude und Schönes auch ins Haus bringen. Wie sieht es bei mir in nächster Zeit mit der Beziehung aus? Die Frage, wie es in der nächsten Zeit in der Partnerschaft ausschaut, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen eine neue Beziehung in Ihrem Kartenbild liegt. Diese Beziehung entwickelt sich zu einer beständigen Beziehung. Es kommt Freude ins Haus, es entwickelt sich sehr erfreulich und auch im alltäglichen Bereich kommen sozusagen immer wieder Glücksimpulse durch die Beziehung für Sie. Wann bekomme ich oder wie bekomme ich den neuen Auftrag für meine selbstständige Arbeit und was hat das für eine Auswirkung für meine finanzielle Situation? Dieser Vertrag hat mit jemandem zu tun, den Sie mit Sicherheit bereits kennen, also ein Bekannter, ein Freund, aber Sie wissen noch nichts von diesem Vertrag und diese Person ist noch etwas blockiert, was den neuen Vertrag mit der Arbeit betrifft. Finanzielle Veränderungen liegen auch schon im Kartenbild, da gibt es im Moment noch etwas Kummer oder Stillstand. Aber es wartet für Sie schon das ganz große Glück und eine Zunahme der Finanzen für Sie hier im Kartenbild.
Ich habe jetzt die zweite Dame hier, aber bevor ich für die zweite Dame legen kann, muss ich die Karten erstmal energetisieren. Das bedeutet, die Fremdenergie von der vorherigen Dame muss herausgemischt werden, bevor die Dame die Karten in die Hand bekommt. Das benötigt ein bisschen Zeit, geht aber ganz rasch. Und erst wenn die Karten zerteilt wurden und von mir gemischt wurden, bekommt die Dame die Karten in die Hand. Jetzt möchte ich die zweite Dame bitten, sich auf sich selbst zu konzentrieren und so lange zu mischen, Fragen hineinzulegen, bis sie das Gefühl haben, es ist für sie in Ordnung, und dann hören sie auf zu mischen. Zweimal bitte mit der linken Hand abheben. Ich schaue mir ihr Thema an. Hier geht es auch um den Glauben. Es zeigt den ganz bewussten Glauben und dass man hier noch etwas umwandeln soll, was man von der Familie und von der Mutter mit auf den Weg bekommen hat. Und alles, was sie tun, was spirituell ist, das lieben sie. So liegt es im Kartenbild drinnen. Ich werde umziehen müssen. Sehen Sie da irgendwas im Kartenbild? Bekomme ich die richtige Wohnung? Man ist zwar sehr verunsichert und man fühlt sich überhaupt nicht wohl. Dieses Thema macht einem sehr wohl zu schaffen. Aber es liegt bereits das neue Zuhause im Kartenbild. Man wird sich von dem jetzigen Zuhause trennen und es wird einen Umzug geben. Und das kann schon innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monaten tatsächlich ein Thema sein. Wie schaut es in der Familie aus? Gibt es da Veränderungen? Es ist ein Neubeginn, aber es entwickelt sich durch diese Veränderung des Umzuges auch gefühlsmäßig Freude. Man hat das Gefühl, viel Erfolg zu haben und viel Sicherheit zu genießen, und auch die Kommunikation, die alltägliche, innerhalb der Familie wird sich ins Vertrauensvolle wieder entwickeln. Liebe Roberta, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bereit warst, diesen weiten Weg mit mir mitzukommen. Wir sind ja doch einige Stunden gefahren zu den Dreharbeiten hierher. Und ich möchte dich fragen, wie du die heutige Kartenlegung empfunden hast und was du daraus mitnehmen kannst. Liebe Maria, also die heutige Kartenlegung, da hast du wieder voll ins Schwarze getroffen. Ich weiß, dass ich von meiner selbstständigen Arbeit in nächster Zukunft einen neuen Vertrag bekomme. Und auch mit der Partnerschaft, das stimmt eigentlich alles ganz genau, was du gesagt hast. Mitnehmen kann ich insofern viel, denn wie du heute auch wieder gesagt hast, ich muss auf meine eigenen Gefühle hören und mich nicht ständig zu irgendetwas zwingen lassen, was ich eigentlich gar nicht will. Ja, Roberta, du hast ja bei mir sehr viele Seminare besucht, unter anderem auch die Kartenlegerausbildung. Wie hast du es empfunden, wie ich jetzt diesen Unterricht gebe? Wie leicht oder wie schwer war es für dich, das zu verstehen, was ich vermitteln wollte? Also Maria, die Kartenlegerausbildung, da ist mir eigentlich sehr gut gegangen. Du kannst es sehr gut erklären. Es ist nur relativ viel Stoff zu lernen, die ganzen Kombinationen. Bis man so weit oder so gut ist, wie du das bist, das dauert. Du besuchst ja nicht nur Kartenleger-Trainingsworkshops, sondern bist ja auch bei meinem Projekt dabei, das sich nennt Ich führe dich ins Glück. Was hat sich seit Oktober bis jetzt durch diese Seminare bei dir getan? Also durch die Seminare generell, seit ich dich kenne, hat sich mein Leben eigentlich total geändert. Ich habe es total umgestellt und ich muss sagen, also mir geht es nach jedem Seminar viel besser. Ich komme eigentlich immer wieder mehr in meine Mitte und ich lasse mir nicht immer von Leuten irgendwas aufzwingen, was ich gar nicht will.
Sehr gut. Ich habe dich ja kennengelernt. Da war dein Leben ja noch ein bisschen anders. Ich merke natürlich durch diese lange Zeit, wo wir uns jetzt schon kennen, dass du unglaubliche Fortschritte gemacht hast. Und was ganz toll ist, sie wünscht absolut erfolgreich. Wenn sie sich etwas vornimmt, das funktioniert. Sie hat es geschafft, nicht nur die Gedanken in die entsprechende Richtung zu bringen, sondern das entsprechende Gefühl dazu. Und das ist es, was man beim erfolgreich Wünschen unbedingt benötigt. Das entsprechende Gefühl zum entsprechenden Wunsch ist wie Magie, der das magisch anzieht, was man sich von ganzem Herzen wünscht. Die Roberta ist ja eine sehr erfolgreiche Wünscherin. Unter anderem möchte ich hier jetzt ein Beispiel erzählen lassen, wo sie wirklich ganz, ganz erfolgreich war. Sie hat ein bisschen falsch formuliert und eine Kleinigkeit vergessen. Der Wunsch traf ein, aber etwas anders als geplant. Hier soll sie euch selbst erzählen, was passiert ist. Also ich habe mir einen männlichen Partner gewünscht, der treu ist, der nicht lügt, der mich nicht verletzt und der das macht, was ich will. Ich habe den Wunsch nach 14 Tagen erfüllt bekommen. Er steht jetzt vor euch, es ist der Ubo, denn ich habe vergessen, einen menschlichen Partner zu wünschen. Liebe Beate, vielen herzlichen Dank. Du bist ja heute Morgen schon um 4.30 Uhr aufgestanden, hast den weiten Weg von Kärnten zu mir gemacht, nach Graz, wo wir uns dann zusammen in ein Auto begeben haben und weitergefahren sind. Vielen herzlichen Dank dafür und ich möchte dich jetzt fragen, wie hast du die heutige Kartenlegung empfunden und was zeichnet sich da schon ab und was kannst du daraus mitnehmen? Liebe Maria, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne gekommen. Bei der Kartenlegung nehme ich mit relativ viel, was mir eine Bestätigung gibt, was ich vorher schon geahnt habe, aber jetzt die Bestätigung habe. Zweitens nehme ich mit, dass ich doch noch mehr an mir arbeiten muss, um dorthin zu kommen, wo ich hinkommen soll. Dafür danke ich dir recht herzlich. Andere Sachen waren wieder neu, wo ich mich erst wieder neu orientieren muss, wo aber sehr gute Ansätze dabei sind, wo ich sage, ich schaffe das. Danke, Maria. Die Beate hat ja bei mir auch das Karma-Bereinigungs-Workshop-Seminar besucht, das ja ursprünglich als Workshop erstmal begonnen hat. Und sie war zweimal schon bei mir und dazu möchte ich sie auch befragen, wie es beim ersten Mal für sie gelaufen ist und beim zweiten Mal haben wir ganz, ganz intensiv daran gearbeitet. Da haben wir ein paar neue Techniken mit eingebaut und was hat sich da getan, liebe Beate? Also bei dem Karma Clearing, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich muss sagen, bei einem riesengroßen Problem, das fiel plötzlich einfach von mir ab. Ich habe mich wirklich wie neu geboren gefühlt. Es war auf einmal alles hell, alles neu. Ich kann es gar nicht beschreiben. Jeder sagt zu mir, was ist da passiert. Nicht nur ich habe diese Empfindungen, es war einfach nur super. Und was ich dort erlebt habe mit der Maria und auch mit den anderen Teilnehmern, das war unaussprechlich super toll. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war eine Sensation. Wir haben ja etwas Tolles erlebt bei unserem Karma-Bereinigungsseminar. Bei dir ist ja der Kanal total aufgegangen. Du warst plötzlich Jenseitskontakt sichtig. Du konntest eine Dame beschreiben von einer Teilnehmerin, die aus Ägypten stammt und sie konnte die Verwandte, die verstorben war, ganz genau beschreiben. Da ist wirklich etwas passiert bei unserem Karma-Bereinigungs-Workshop. Da ist plötzlich, hat das funktioniert. Möchtest du dazu was sagen? Ja, ich war selber überrascht, als das plötzlich passiert ist. Ich habe sowas Ähnliches vorher schon ein bisschen erlebt, aber so klar wie auf diesem Karma-Clearing ist mir das noch nie passiert. Ich habe die Dame wirklich beschrieben. Ich kannte sie ja nicht, nur die andere Dame hat dann mir gesagt, ja, das ist meine Verwandtschaft und da war ich natürlich etwas perplex. Damit habe ich natürlich nie gerechnet gehabt. Ich hoffe auch weiterhin, dass das
dass dieser Kanal offen ist, dass ich da noch ein bisschen weiterarbeiten kann. Weil das sind so tolle Erfahrungen, das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Ich stehe hier vor einem wunderschönen Baum, der einzigartig ist. Kein Baum ist so wie der. Und bei den Seminaren Erfolgreich wünschen nach Pierre Frank wird einem bewusst gemacht, wie einzigartig jeder von uns ist. Und jetzt möchte ich euch gerne erzählen, wie ich zum Karma-Bereinigungsseminar gekommen bin. Ich befasse mich schon von Anfang an mit Karma-Bereinigung, habe Dateien ausgearbeitet und versucht, meinen Klienten diese Hinweise per E-Mail zu senden. Und ich habe dann plötzlich im Januar dieses Jahres 2 Nächte hindurch vom Karma-Bereinigungsseminar geträumt. Und dann habe ich gewusst, dass ich das auch als Seminar anbieten soll. Seit April biete ich Workshops an zum Thema Karma-Bereinigung. Karma-Bereinigung läuft so ab, dass man sich mit den Generationen aussöhnt. Wir machen das bis in die 7. Generation. Wir vergeben und wir lösen alle Verträge und Versprechen auf. Wir arbeiten hier auch mit der Quantenmatrix. Ich besitze auch hier die Ausbildung aller Seminare. Das integriere ich in diese Seminare. Des Weiteren habe ich in Kärnten am Klippitz-Dörl den Raimund Stix kennengelernt. Der hat wunderbare Mantren hier, die nennen sich die Siegel von Atlantis. Auch diese Siegel baue ich in die Seminare mit ein. Und so ist seit kurzem ein Intensivseminar entstanden, das auch im Klippitz-Dörl stattfinden wird. Ein Intensiv-3-Tages-Seminar mit dem Thema Karma-Bereinigung am ersten Tag, Heile dein Herz am zweiten Tag, wo wir alle Wunden und alle Verletzungen versuchen auszuräumen, die man im Laufe der Zeit davongetragen hat. Und am dritten Tag geht es darum, erwecke deine Göttlichkeit in dir. Diese Intensivseminare werden mit hervorragenden Kollegen gemeinsam abgehalten, die hochspirituell sind. Ich suche mir nur die besten Kollegen aus, die hier dabei sein dürfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Interesse E-Mail schickt oder mich anruft. Ich möchte euch noch mitteilen, wie ich zum Kartenlegen überhaupt gekommen bin. Meine Oma ist ja eigentlich Kartenlegerin gewesen. Nur ich bin schon mit 6 Jahren von meiner Familie weggekommen. Ich wusste das überhaupt nicht mehr. Aber eines Tages, nachdem ich ganz schwere Krisen hatte, zog es mich immer wieder zu den Karten. Monatelang lief ich in die Buchhandlungen, sah mir die Karten an, aber ich entschied mich für kein einziges Kartenset. Und es war wie Magie. Immer wieder musste ich hin. Und am 8. Dezember 2008 war es dann soweit. Ich kramte in den Karten und es gab nur ein einziges Deck, das für mich in Frage kam. Und das waren die Lenormand-Karten. Dann nahm ich sie mit nach Hause und plötzlich dachte ich, na super, jetzt hast du Karten und fangst nichts an damit. Und dann begab ich mich auf die Suche. Ich hatte nicht mal Internet noch damals. Für mich war es sehr schwierig, zu den Informationen zu kommen. Pleite war ich ebenso. Aber hier begann ein Feuer zu lodern und dieses Feuer hörte nicht mehr auf. Ich fand dann eine Trainerin, die ganz, ganz hervorragend war. Ich machte zuerst ein Fernstudium, bis ich erkannte, ohne Trainer schaffst du das nicht. Ich habe dann in Wien mehrere Ausbildungen absolviert und meine Trainerin sagte zu mir, als sie mich das allererste Mal sah, Maria, fang an, du bist gut. Ich hatte noch 2 Jahre gebraucht, bis ich den Mut fand, mich selbstständig zu machen. Und seit 15. Dezember 2010
habe ich ein Energetikergewerbe und darf Karten legen. Es hat sich sehr viel entwickelt. Ich habe die Ausbildung zum Erfolgreich Wünschen Coach gemacht nach Pierre Frank. Ich bin 4 Jahre hindurch immer wieder zu den Seminaren gefahren, um selbst ein Top-Trainer zu werden. Und jetzt biete ich diese Dienstleistungen und Seminare voller Freude an. Und mein bewegendster und wichtigster Grund für all meine Arbeit ist die Liebe zu den Menschen, dass ich ihnen helfen will, aus einem Leben, das sie unglücklich macht oder wo sie das Gefühl haben, sie können da nicht raus. Ich kann ihnen zeigen, wie es geht, denn ich habe alle Krisen bewältigt. Und jetzt kann ich euch sagen, mein Leben ist sowas von cool. Ich bin absolut glücklich. Schon gelebt? Hast du heute schon geliebt? Hast du heute schon gelacht? Andern Freude gemacht? Hast du heute schon getan, was getan werden will? Hast du heute schon gesagt, was gesagt werden will? Hast du heute schon gefühlt, was gefühlt werden will? Hast du dich heute schon gespürt, einen Menschen berührt? Hast du zum Himmel geschaut? Gedankt, weil das Leben dich beschenkt. Hast du heute schon geträumt oder irgendwas versäumt? Warst du heute schon mal still? Weißt, was deine Seele will? Ich weiß nicht, woher ich komm. Ich geh und weiß nicht, wohin. Mich wundert nur, dass ich so fröhlich bin. Und so singe ich mein Lied, wo ich auch bin. Sing mein eigenes Lied und spür mich darin. Singe meine Melodie. Schon gelacht.
du heute schon getan, was getan werden will? Hast du heute schon gesagt, was gesagt werden will? Hast du heute schon gefühlt, was gefühlt werden will?